Hallo, wieder bei Nuschelonfeier und haben wieder eine Nachkommentierung. Da haben wir nochmal den schönen alten Truck, der nachgemoddet wurde und ja, ich glaube, ich war gerade auf der Suche nach der Einsatzzentrale, genau da oben im Kasten ist sie. Also gehen wir mal da unten her durch. So, da wollen wir dann mal hoch hier, ne? So. Noch, ja. Da war ein bisschen zu kurz. Nochmal hoch und nochmal hoch. Und da durch die Tür noch durch. Und da haben wir sie schon. So. Hallo, Leute. Okay, die sitzt ein bisschen weit drin und der Kollege, jo, der macht immer noch Dienst mit einer halben Arschbacke. Jo, der setzt die Arbeit auf einer halben Arschbacke ab. Hier oben sehen Sie sämtliche Fahrzeuge. Ne, aber erstmal raus hier. Und hier nochmal der Poster mit den Fahrzeugen aus dem Jahr 2000. So, hier ein Arbeitsraum, ein Bürochen. Ach, die Fahrzeuge von 1980. Ach, Moin. Tag, ja, Einsatzleiter, ne? Bist doch du, ne? Jo, du bist der Einsatzleiter. Ach, Tagchen. Der Herr Assi vielleicht, direkt auch dabei. Ach, hier beim Cheffe. Ach, was für ein schön großes Büro hat der Cheffe. Hm? Glaube ich mal, dass hier der Cheffe wohnt. Also, sein Büro ist sehr groß. Ja, keine Tür. Ja, und da sind wir wieder beim Wagen, genau. Beim Kran. Ja, sieht toll aus, der Kran, finde ich. So, dann wollen wir mal hier weitergehen. Und wir warten auf den Einsatz. Ja, hier. Vom Wegen runterrutschen. Hui! Och, geht ja auch ohne Tür aufzumachen. Ja. Tür auf. Und, hui! So, sind wir wieder ganz unten. Bei unseren Fahrzeugen. Tür auf, ja. Auch jede Menge hier drin. Hier sämtliche Schläuche. Hier Generatoren. Jo, belüften, ne, keine Generatoren, sondern Belüfter, genau. Huch, der räumt ja einer auf. Also kann man hier nicht den Frenkel machen. So, ja. Und hier sämtliche Leitungen. Dann macht der nächste da die zu. Sind die hier am Aufräumen? Ach, ein kleiner Schlauch. Aha. Dann kann ich da. Mhm. Generator. Den kann man nur rein und raus schieben. Da andere kleine Kanten. Ja, also heute habt ihr hier aber seid ihr ganz schön am Aufräumen, wa? Da ist das Ding da. Och, naja, da seht ihr gerade, wer gerade online gekommen ist bei Dings. Bei Steam.
Das ist der Wechselladefahrzeug. Das, ja. Also, aber wie schon gesagt, das Spiel ist noch neu. Es ist beim ersten Tag Release und ich habe schon bei Amazon gesehen, jede Menge negative Wertungen. Aber Leute, da, wenn man die Beta gesehen hat, die, das war noch viel schlimmer. Also hier die sämtlichen Aufladungsdinger, Container für den Wechsellader. Also, aber trotzdem bedanke ich mich viel, vielmals für die ganz vielen Zuschauer beim Video 1. Hoffentlich manche sind hier noch dabei. Halte mir die, naja, die Stange halten hört sich immer verkehrt an. Aber dass sie noch dabei zusehen. Und wenn ihr das tut, dann schreibt mir das auch da rein in den Kommentaren da unten. Und dann lasst sogar ein Abo da. Ich würde mich total darüber freuen. So. Ja, die gehen leider nicht auf. Nur diese eine Feuerwehrdings da geht wohl auf. Ja. Feuerlöscherteil. Ach, einen kleinen Generator, denke ich. Oder sagt eine Gulaschkanone. Ne, wohl eher Generator. Glaube ich. Ja, da ist noch ein Gang. Eine Ready. Ach, switchen wir mal die Person. In der Kantine. Und wollen wir mal weiter. Ach, hier beim Grill. Und wieder hier bei der Kantine. So gesehen. Essensräumchen. Ja, ein Lager. So langsam dürfte aber mal ein Einsatz kommen. Ja. Gehen wir mal weiter. Haben sie hier, ja, die haben hier alle Türen, Rolltüren zugemacht. So. Ja, da. Ja. Nur da in der Mitte kommt man also raus. Ja. Bisschen langweilig hier ohne Einsatz. Ja. Einsatzbereitschaft steht auch richtig. Nee, einsatzbereit über Funk sind wir ja nicht unbedingt. Hier, komm. Tun wir mal die Haspen, tun wir mal die Freunde hier ne, ärgern. Ja, kommt jemand? Nur, ja. Warum bin ich noch immer nur einsatzbereit über Funk? Und gucken wir mal. Ah. Ach, hier sind die Umkleiden. Sehr schön, sehr schön. Und was sind hier? Duschen? Oder was ist hier? War das jetzt Duschen oder nur Toiletten auch? Auch wichtig. So. Hier sind erstmal die Rettungswagen. Ein Moment. Rettungswagen? Da fehlt doch jetzt wieder hier einer. Ist uns da ein Rettungswagen nach dem letzten Einsatz verloren gegangen? Steht da irgendwo da hinten in dieser Horrorampel? Latschen wir mal dahin. Leider kann ich den Rettungswagen ja nicht selber fahren, sonst hätte ich den da hinbewegt. Ein ziemlicher Stau.
Nö, hier steht keiner. Da steht keiner. Wo sind wir denn eigentlich hergekommen? Also, lass mal diese Megastau noch ein bisschen näher weitergehen. Nö. Mal ein paar Meter weiter. Nö. Ach, wisst ihr was? Speichern wir nochmal zurück zum Menü und nö, speichern geht noch nicht. Okay, na, fangen wir mal noch mal neu an. Dann dürfte ja bald ein Einsatz kommen. So, ja, das kennen wir ja schon. Ja, auf okay, so, Abnahmeparade beendet. Jo, gehen wir mal einfach mit denen hoch. Oder, wo gehen wir? Ja, folgen wir, oder? Ja, oder? Nur, latschen wir mal erstmal hier rum. Naja, die Fensterscheiben sehen schon ein bisschen komisch aus. Na, gehen wir doch mal hoch. Ne, da habe ich mich verlaufen. So, ach, lass uns mal gucken, ob jetzt wieder der Feuerwehrwagen, der Rettungswagen wieder da ist. Ja, die Tür ist zu. Und da steht jetzt auch ein Rettungswagen drin. Der Rettungswagen, der uns da geärgert hat. So, da ist ein anderer Rettungswagen. Durch die Schranke können wir ja schlecht laufen. Gehen wir mal weiter auf eine Entdeckungstour. Ach, wir haben einen Einsatz. Verkehrsunfall 3 mit Personen eingeklemmt. Ja, dann nehmen wir mal den Eingriffstruppmann, der ist ausführende Kraft bei Personenrettungsmaßnahmen. Ach, und den Rest, ja, übernimmt die Nichtarbeit sowohl im Außen- als auch im Bereich unter Atemschutz. Ja. Ja, den nehmen wir doch. Einsatz. Achtung, Hilfeleistung. Verkehrsunfall VU3. Einsatz für LF24. RTW 1, NEF 1, Schachtweg. Ach, am Schachtweg hat's geknallt. Na gut, rein mit mir und uns kutschieren lassen. Tadü, tata, macht's jetzt gleich. Tadü, da. Naja, immer nur Tatütata über Kreuzungen. So, Spurwechsel. Schöne Passage gemacht. Dankeschön. Ach, da hinten an der Autobahn hat's geknallt bei der Autobahnausfahrt. Na gut. Sind ja fast da. So. Warten wir. So, Krankenwagen da. Jetzt nur der Notarzt, der Doktor. So, da ist er ja auch da. Enter und raus und hier, was sollen wir machen? Erstmal warten. Waldwarnblitzleuchte. Aha. Waldwarnblitzleuchte.
Ist das so? Da ist das da. Los, schnappen. So. Wohin? Ach, zur anderen Seite. Richtung Autobahn. So, da sind wir jetzt gleich. Und ausbreiten. So. So, ja, die zweite Spur ist ja die wirklich gefährdet ist. So, passt so. So, dann gehen wir mal wieder zurück und warten, was wir jetzt tun sollen. So, der Kumpel hier, der kümmert sich ja bald um die Motorhaube. Und ach, wir müssen den Seitenschneider holen. Wir müssen die Batterie abklipsen. So, da ist es ja schon. Kommt raus. Komm raus. Mach, geh auf. So. So. Da haben wir das kleine Ding. Eben rüber sprinten. So. Klips. Und raus damit. Legen wir mal erstmal deinen... Ach, und dein Bremsklotz sollen wir schon mal nehmen. Okay. Bremsklotz raus. Und unter die Karre sitzen. Oh, jetzt nur nicht aufs Öl ausrutschen. So. Oha. Ja, hallo. Geht es Ihnen gut? Alles okay? Bleiben Sie ganz ruhig. Wir holen Sie da raus. Sehen Sie, da ist der Kollege schon mit den Huntington-Tool schon. Ah, und wir müssen die Schere, den Spreizer holen. Und was legst du den so weit weg, Junge? Den Spreizer brauchen wir doch nochmal. Ach, Mann und Frau sich wieder am Streiten. Na, bestimmt die Frau zu stark abgebremst nach der Ausfahrt. Und dann, ja, wir kennen das ja. Immer die Frauen schuld. Nein, ich find's nicht. Da war ein Scherz jetzt. So. Okay, warten. Ja, was passiert jetzt? Ach, jetzt kommt der Typ mit der Schere schon dran. So. Klips. Schnatt, schnatt, schnatt. So. Ach, jetzt dürfen wir auch noch die Bindemittel holen. Da Bindemittel holen. Naja. Ja, dann legen wir mal ab. So. Und jetzt Tür auf. Rausholen. Und dahin schleppen. Ah. Naja. Das ist noch relativ voll da. Sagt also, spricht sehr voll. So, schön verteilen. Hier ein bisschen, hier ein bisschen. Oh, naja. Oder auch auf den Haufen kippen. Auch egal. Ja. Warte auf Anweisungen. Ach, da. Den Besen holt schon jemand anderes. Schrubbtidupp in der Luft. Und so verteilt man das. Am Freitag das durch Luftschruppen. So. Bringe dem das Bindemittel zurück zum Rolltor. Jo, wird gemacht. Rein mit dir. So. Bringe Warnblitzleuchte zurück zum Gerätefach. WWBL. WWBL. Na. Waldblitzdings, genau, Waldblitzdings nenne ich das jetzt. So. Schnappen wir das Teil. Na, komm. Ach, komm. So. Habe was. Und da bilden wir einen kleinen Stau schon. Aber ist ja nicht unsere Schuld. Wir müssen, damit müssen die daneben. Aber irgendwie alle Sprinter. Da haben wir ein paar
DHL und Hermes und UPS-Lieferungen verspäten lassen. Naja, schließe. Ja, toll. Könnt ihr das nicht selber machen, das Rolltor zu machen, wenn ich schon da bin? So, Haspen wegräumen. So, und Tür auf. Rein. Und ich auch rein. So. Die Sunnies sind auch drin und der Doc auch. So. Und auch. Ja, und wir sehen, wir lassen den Armen, das arme Opfer da. So, aber jetzt lasst uns mal nachgucken, ob wirklich ja immer alle da sind. Bis jetzt noch alle beisammen. Ach, wir müssen über die Autobahn, das ist ja unpraktisch. Das ist aber ein ganz schöner Umweg, würde ich mal sagen. Hätten wir da nicht einfach drehen können. Jetzt müssen wir auch noch hier warten. Und es ist schon Mittagszeit. Ich bekomme Hunger. Hoffentlich trittst du mal auf den Gas, Kollege hier. Noch sind alle beisammen. Gut, gut, gut. Wow, Junge, musste so eine Kurve, so stark kurven. Ah, und hier auch noch der RTW auch so ein Manöver. Kommt da fast ins Schleudern. Noch sind alle da. Also ein bisschen paranoid bin ich ja jetzt schon, nachdem ich ja den einen Mal den... Das eine Mal den da verloren habe und dadurch der Einsatz nicht beendet wurde. Nicht, dass wir da was machen könnten von unserer Position aus, aber so sieht man wenigstens direkt, wo es hakt. Und wuppel, 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 die Brücke führt über die Straße und nicht über die Ruhr. Der RTW, der ist noch da. Doktor? Doktor? Ach, ist der weit zurück, der Doc. Hoffentlich verlieren wir den nicht. So, Mühlenheim an der Ruhr, geradeaus, hier über die A42. Unter diese Brücke her. Und wir sind auch nur zu Beifahrer, deswegen können wir... In Ruhe immer mal nachgucken, ob alle noch da sind. Der RTW ist schon hinter uns. So, und jetzt können wir abfahren. Schön, sehr gut abfahren. So fährt man ab. Dann fahr gut, Jung. Ich glaube, da ganz hinten ist der Doktor gewesen gerade. Na komm, bleibt es grün? Jo. Sehr gut. Also, einfach weiterfahren. Ach, da ist der Neptunhandel. Oh, was machst du denn da für eine komische Fahragentur? Also da mit dem Fahren, das ist schon von der KI ist schon manchmal ein bisschen fragwürdig. Der wird von zweiter gebaut. Ja, zum Neptun könnte man mal wieder hingehen, mal ein paar DVDs für die Wache kaufen, oder was meint ihr Leute? Vielleicht bekommen wir ja ein paar etwas Rabatt, wenn wir ein paar Stück nehmen.
Ja, wusste. Vielleicht ist das Rote da der Doktor gewesen, aber ist ja trotzdem noch. Da war wer anderes. So, jetzt sind wir wenigstens schon mal in dem Wohnviertel. In der Sackgasse da hinten. Ach, da sind wir schon fast zu Hause. Das ist gut. So, die Kurve. So, jetzt macht er da erstmal eine Drehung. Uiuiuiui. So, der Rettungswagen ist auch da. So, langsam hier anrollen. Und rückwärts vorsichtig einpacken. Doktor noch nicht in Sicht. So. Ab mal raus hier. Und lass uns mal gucken, was mit dem Doktor ist. Ne, hier kommen wir ja nicht raus. Ohne zu drücken hier auch nicht. Da. Nächste, bald haben wir es aber hier mit dem Raum, wo wir rauskommen. Ist das der Doktor? Nein. Nicht der Doktor. Hallo Doktor, haben wir Sie verloren? Immer noch nicht. Müssen wir etwa wieder neu starten? Ach, da kommt der Doktor. Ja, Doc, du bist aber spät dran, Doc. Da jetzt müssen wir, wenn du weiter so spät kommst, dann gibt's nichts mehr zu futtern für dich, Doc. Dann darfst du dir selber was von der Bude kommen lassen oder dir holen. So, nachdem der Doktor wieder da ist, dann kann ich beruhigt die Folge schließen. Bis zum nächsten Mal bei Nur Stunde und Feier.